Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder ein neues Highlight-Video und zwar von der Solo Hype Night, die ich gestern gespielt hatte. Bei dem Turnier ging es nur um Hype, den man für den Arena-Modus gewinnen konnte. Zwischen 125 und 500 Hype konnte man gewinnen, je nachdem eben halt zu welchen oberen Prozenten der Rangliste man gehört, bekam man dann eben halt immer mehr Hype. Ich bin in obere 10% gekommen. Die Highlights, wie ich es dazu geschafft habe, werdet ihr jetzt sehen. Wertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Außerdem abonniert gerne diesen Kanal. Wir sind kurz vor den 200 Abonnenten, würde mich wirklich riesig freuen. Und checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal aus, im ersten Link in der Videobeschreibung. Dann verpasst ihr nämlich in Zukunft auch keine weiteren Streams mehr. Oh, 104er Hit. Oh, Shell broke. Sehr schön. 90 HP sollte er maximal haben. Nein, es waren alle auf einmal oben bei mir. Mann. Von beiden Seiten gesprayt. Ach, ich hätte locker. Ich hätte beide locker bekommen. Da ist so ein Gegner. Boah. Oh mein Gott. Das war so close. Es war so klar. Jedes Jahr Fortnite-WM oder nur alle 2 Jahre? Oder alle 3 Jahre? Keine Ahnung. Ich denk mal, wenn, dann werden die es dieses Jahr auch wieder machen. Ja, ich glaube. Denn wer weiß, ob das nicht. Das ist ja nicht so. Es hat jemand im Busch gecampt und er war AFK. Alter, hab ich mich erschrocken. Er war AFK? Natürlich gibt er mir erstmal Bodyshot und Headshot. Oh, hier ist sogar ein Abonnierer. Abonnierer oder Sniper ist jetzt die Frage bei mir. Komm, ich lasse den einen liegen. Was sagt dein Loot? Top 12. Wie ist dein Loot? 2,24er verteilt. Boah, ich hätte ihn fast abgestaubt. Nächste Zone. Oh, der hat so Zone-Luck da drüben. Er ist white. Mach doch
Ja, easy kill, gekillt. Nein, Top 6 noch. Ja. Oh, es leben noch 18 Leute. Ich habe epische Tag und epische Aug. Lazy Leg, oder? Ja. Lazy Leg, weil im Daniel Bruder ist auf dich schlecht. 30 Sands. 107er Shot. Oh, so gut. Bei zwischen Holy Hatches und 12 Defense, aber draußen auf dem Meer. Bei den Ufern halt. Und das ist Zone. Man kann ihn einfach nicht pushen, weil. Schon, aber wenn er mich, wenn ich ihn nicht mehr bei ihm. Aber du bist halt schnell. Und er gibt auch gut Mats und alles. Nice. Oh, was ein schöner Snipe. Nice placement. Nein! Oh, ich bin Siebter geworden. Ich kann nicht bauen. Ich kann keinen Fisch nehmen. So sterbe ich. Ich bin im Wasser und kann keinen Fisch nehmen. So stirb. Wieder wechseln. Oh mein Gott, ist das sweaty. Alter. Und glaube ich habe bisher mehr Damage gegeben. Genauso viele Punkte wie gestern. Obere 9%. Oh, das wären 250 halt. Ich hab ihn fast. Er ist one hit. Ja. Bando Gun. Das ist noch perfekt. Komm, hier muss doch irgendwo noch ein bisschen mehr Loot liegen. 410 Metall. Das ist weg. 128 und 363 Stein. Oh mein Gott. Ich bin wieder drin. Hat ja auch Holz? Ja, ein bisschen. Ansonsten hauptsächlich Stein. Ich mach grad einfach hier mal Challenge. Das ist zu. Würdest du lieber eine P90 mitnehmen oder eine Snap? Auf eine Pump. Jawoll.
2 Kills. Komm, Sohn, bitte. Es wäre so Ehre. Ah, schade. Leider nicht. Bruder. Da muss ich ganz dezent durch. Pizza Pizza, wie das war. Abgestaubt. Sehr schön. Dritter Kill. Oh fuck, nur noch. Nein, hier ist noch ein Gegner. Ja, noch einen in der Zone getötet. 4 Kills jetzt? Ja. Und Top 12. Noch ein Kill. Nein, da war eine Trap. Hatte ich schon weitaus besseres. Meine beste Runde nochmal 7 Kills. Nur solo Plattform gehabt. Er hat sich selbst gesprengt. Was ein Bot. Also selbst gesprengt mit einem grünen Rocket Launcher zum Glück. Und ich konnte ihn dann sozusagen finishen. Shield broke, sehr schön. Oder bekommt man dann so eine Anzeige, dass man die Punkte bekommt? Nee, ich glaube, ich habe sie bekommen. Ich weiß gerade nicht, ob ich ein Bandicam soll oder irgendwas anderes. Ich hoffe, ich bekomme das offensichtlich. 21 Punkte. Er war aber auch diese Definition von Offensivspieler. Nein! 42 HP hatte er. Acht Rockets. Nein! Hier liegt einfach nur Spaß rum. Nein, ich war nicht schnell genug drüben.